Das Problem, was wir in unseren Schulen und oftmals auch in den Elternhäusern haben, ist, dass niemand da ist, der wirklich das Kind anschaut. In Japan ist es so, dass wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, dann legt die sich unmittelbar nach der Geburt erstmal einen Tag lang mit dem Kind ins Bett und die schaut das Kind an, um herauszufinden, was in dem Kind drin ist, um ihr Kind kennenzulernen, um auf das zu achten, was aus dem Kind sozusagen heraus möchte. Und wir in unserem Kulturkreis, wir neigen alle sehr stark dazu, dass wir was in die Kinder reinstopfen wollen, Fässer füllen. Möglichst schnell soll es jetzt dieses und jenes können und möglichst erfolgreich soll es jetzt durchs Leben durch. Und dann sind wir als Eltern und dann natürlich auch in der Schule als Lehrerinnen und Lehrer ständig damit beschäftigt, dem Kind etwas beizubringen. Und wenn man das tut, macht man das Kind zum Objekt seiner Unterrichts- und Lern- und Erziehungsmethoden. Deshalb ist Berufsvorbereitung besteht eigentlich darin, dass man Gelegenheit bekommt, in der Schule möglichst viel kennenzulernen. Und das würde wieder bedeuten, dass man Schulen braucht, die ihre Schüler nicht in eine Art Gewächshaus einsperren, sondern die Türen ganz weit aufmachen, dass die Schülerinnen und Schüler raus können ins Leben, in Betriebe, in die Kommune, zu irgendwelchen Leuten, die irgendwas mit einer Meisterschaft beherrschen, damit sie sich anschauen können und herausfinden können, was ihnen liegt und womit sie dann auch später im Leben vielleicht ihren Weg machen wollen. Wenn Kinder im Elternhaus und dann auch später in der Schule nicht gesehen werden und sie auch nie erleben, dass sie mit ihren besonderen Schätzen oder ihren besonderen Begabungen dann auch erkannt werden und dass man ihnen dann auch eine Chance gibt, sich entlang dieser Talente auch weiterzuentwickeln, dann verlieren die einfach die Lust am Lernen. Das ist das entscheidende Problem. Das heißt, das Talent entfaltet sich nicht und weil sie dauernd was anderes machen sollen als das, was ihnen Freude machen würde, verlieren sie die Lust am Lernen. Dann wird das Lernen eine Arbeit, eine negativ bewertete Tätigkeit, so wie das die Arbeit bei den meisten Erwachsenen ja auch ist, eine negativ bewertete Tätigkeit, die man machen muss. Also schöner wäre es, wenn Kinder und Jugendliche in der Schule eben das Wichtigste, was sie mit auf diese Welt gebracht haben, nicht verlieren. Das ist ja diese Lust auf eigene Entdeckungen, diese Lust auf das eigene Gestalten in dieser Welt. Und man müsste vor allen Dingen als junger Mensch versuchen, aus dieser Situation herauszukommen, wo man sich ständig als Opfer erlebt. Wo man immer wieder das Gefühl hat, man kann gar nichts gestalten. Wenn ich mir das erstmal tapfer eingeredet habe, dann fühle ich mich als Opfer und dann habe ich auch so eine Haltung und dann tue ich nichts mehr. In Wirklichkeit sind wir alle Gestalter und wir sind als Gestalter auf die Welt gekommen. Und deshalb kann ich diese jungen Menschen eigentlich immer nur ermutigen, zu gucken, wo es Möglichkeiten gibt, wo sie was gestalten können.